Wir sind zurück und rollen uns ins Hans. Ich halte mich nicht daraus. Das Wo werden wir ist nie Mr. herausfinden. Stormson? Muss ich mit Stormson oder Olaf reden? Oran. Erklär mir ein paar Dinge. Ich habe schon ganz vergessen, was die Map West war. Wer bist du? Setzerin. Du setzt mir ein. Was haben wir als Quest ausgewählt? Lass du lieber stecken. Okay, renn rüber da. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Einmal habe ich alle Quests abgegeben. Ich glaube, ich muss mit Kurgen reden. Wenn ich mich an irgendeinen Namen richtig erinnern kann. Du da! Oh, okay, hier waren wir schon. Okay, gehen wir zur Kurgen rauf. Wenn es noch immer so eigen regnet. Wow! Inglitch. Können wir beim oberen Tal vorbeilaufen? In den Mana-Schrein einmal reingucken. Schauen, was da drinnen abgeht. Komme ich hier rauf? Nein. Ehrlich gesagt, der Regen gefällt mir nicht. Regen schaut nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie aufstellen kann. Ich glaube, ich würde mir morgen bei der Arbeit, bei der echten Arbeit, mal Mods durchschauen. Ob es was überhaupt was Interessantes gibt, dass ich mir noch reinhauen kann ins Spiel. Aber ich will es natürlich nicht zu voll cheaten. Wenn wir schon viel zu lange mit Sprints anfangen, die ich vielleicht eh rausschneide. Wir sind hier nicht richtig. Gott. Da ist der Mana-Schrein dann. Da gehen wir dann runter und Headjumpen. Runterköpfeln. Der Regen. Okay. Was haben wir hier? Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Uran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Sonst noch was? Bring mir was bei. Ja. Haben wir was? Tja, Granaten. Warum nicht? Granaten sind immer gut. Hey. Eine persönliche Heilerin, hä? Cool. So. Mana Schrein dort unten. Wir machen den Jump. Ob ich da direkt drüber jumpen kann? Oh je. Yeah. Ha! I did it. Wer ist das? Heiler. Heiler. Keiner Name, nicht wichtig. Ich hoffe, ich habe einen Namen im echten Leben. Eieiei. Sehr verlockend. Sehr verlockend. Ich wollte doch nicht stehlen. Nee. Wir springen lieber runter. Chatback. Hey. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst.
Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Das schlechte Mana-Nieren. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Oh, also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Präse... Halt! Du bist ein Alp. Aber das, eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Und doch irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Ehrlich und ein Schleimer. Was bin ich? Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Warum habe ich gefragt? Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, so dass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Droge. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht.
Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Da waren wir doch schon. Zeig mir deine Ware. Sicher. Haben wir da was sonst Interessantes einmal? Ne. Gehen wir baden. Darf ich nicht nehmen. Darf ich nicht nehmen. Oh. Gratis Tränke werden hier. Anleitung nehmen verboten. Bank darf ich sitzen. Was für eine Ehre. So, wir haben keine Nebenquest ausgewählt. Wie soll das weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Die Dippen. Nahrungsnachschub. Mach mal das da. Das sollte in der Nähe sein. Ist das oben mir? Ich glaube, beim Angehen waren wir noch nicht. Da ist der Typ. Jo, Rüstungsschmied. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bietet meine Rüstung? Die Fragen braucht man nicht stellen. Welche Vorteile bieten eine Rüstung? Gar nichts wahrscheinlich. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Das sagt hier jeder. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Berserker. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja, bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Ja, ich bin die Nebenmission. Drecksperson. Hühnchen. Waffenhändler. Nämlich so ist. Könnte ich irgendwas aufheben von den Waffen, die sie mir anbieten werden?
Ah, komm. Schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Lass die Alps doch eine Mauer bauen. Oh, bring mir was kann er mir beibringen? Ja. Nichts. Sonst noch was? Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Ja. Sehr gut. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf drei Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. So, viele Nebenquests. Und wir werden wieder springen. Ah, doch nicht. Doch, da springen wir. Kann ich Pfeile nehmen? Och, danke, danke. So großzügig. Irgendwann werde ich auch einen Bogen finden. Eigentlich hätte ich mir beim Waffenhändler sich einen kaufen können. Wir schauen Waffenhändlerbögen an. Ich hoffe, dass mal irgendwer eine Ausrüstung hat, die ich auch benutzen kann. Da drüben geht's dann weiter. Du bist in Ordnung. Zeig mir deine... Danke. Verstanden. Nein, du bist in Ordnung. Peil, Breit, Schwinge, Eisenstange, Kriegsschwert. Letzter Bogen. Oho. Ich kann ihn sogar benutzen. Welcher Kriegsschwert? Sonst kein Bogen? Oh. Kann ich ihn nicht kaufen? Kosten 6. Ich habe 3 Elex zu wenig. Das kostet so viel. Ach, wurscht, wir machen's. Wir machen's. Wir sind pleite. Kann ich seine Pfeile nehmen? Pfeil. Pfeil. Ich will Pfeil. Nein. Seine Pfeile darf ich nicht nehmen. So was hey. Ich auch gerne. Mal da nicht maul. Jemand, der mal nicht mault. Wir haben einen Pfeil. Progress. Habe ich die Pflanze genommen? Ja. Okay, was haben wir hier oben? Ich glaube, noch ein Ausgang. Wo ich da unten wieder sag. Dass wir da noch mehr Probleme haben. Oh, was ist das? Ich darf nichts nehmen. Ich brauche keine Rüstung. Ich habe einen Pfeil. Sanfte Landung. So ein Jetpack ist schon cool. Ich habe ein fliegendes Gras gesehen. Uff, fast schlecht getimt. Okay. Laufbursche. Jax ist schon unterwegs. Mr. Porn ist auch wieder da. Ich
Ich habe eine Putzfrau bei mir, wo ich arbeite. Die heißt genauso. Mit harten Pegel geschrieben. Aber wenn ich hin. Oh, was doch, welches B? Thailändischer Name anscheinend. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Oh, Cormac wird regeln. So viel herumrennen. Jacks Ausdauer muss schon Top-Niveau sein beim ganzen Stiegenrennen hier in der Stadt. Deswegen wollte ich zuerst die Outrider-Stadt machen. Mir kommt vor, da war weniger Rumrennerei und ein bisschen leichter aufgeteilt zum Laufen. Oh, aber diese Stadt am Anfang ist einfach nur zach zum Handhaben. Das ist ganz oben bei der... Oder? Ja. Ja. Oh. Wahrscheinlich haben sie nicht mehr Zeit zum Reden. Und ich muss wieder mit seiner Frau schlafen. Und neben seiner Frau. Nicht mit. Wache. Ich glaube, die haben sowieso nur eine Frauenstimme im ganzen Dorf. Für alle Frauencharaktere. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammerclan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Ich war's. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Der Eisenclan weigert sich. War ja klar. Auf die ist kein Verlass. Haben immer nur ihre Gesetze im Kopf und vergessen dabei das Wohl der restlichen Bevölkerung. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ich hab das schon. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Yeah. Bring das mir ist mein bei. Typ. Ja. Ja, ich glaube, da war ich schon mal. Yep. My mate. Was gibt's bei dir? Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens 2 der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen.
Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Yep. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Okay. Ich glaube, ich werde diesmal den Berserkern beitreten. Überhaupt, wenn Cormac mehr Power bekommt. Alle Power den Cormac. Mutantenkraut. Und wir hüpfen wieder runter. Oh, Jetpack. Der macht es mir dann ein bisschen einfacher, durch diese Riesenstadt zu hüpfen. Okay. Ah. Zeit, du Bio-Waffen zu holen. Bio-Waffen. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Ja. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. Oh. Die nette Honest-Tour zahlt sich mal aus. Und es regnet schon wieder. Ich teleportiere. Lass die Technik lieber stecken. Lass du lieber stecken. Ja, okay. Oh, welche Mission. Gleiche Überreste, das machen wir fertig. Anscheinend habe ich eine. So, da müssen wir hin wieder. Eine Waffe übersehen. Wie schnell tun wir teleportieren? Oh, nicht zu schnell diesmal. Zu weit weg anscheinend. Wir sind hier. Denken Sie mir an, wo er ist. Eigentlich habe ich schon fast alles gelootet. Oh, ich glaube, hier drin war ich noch nicht. Dietriche. Kurz gedacht, dass ich eine Taschenlampe haben werde. Aber das ist, wie schon gesagt, nicht dein Leid. Ah, wir haben diese Flakel. Oh, die wird einfach so ausgerüstet. Nett. Kann ich währenddessen noch looten? Ja. Gut, gut. Da fackeln wir nicht lange. So. Ah, wir droppen sie danach. Mal im schönen Wasser abwaschen. Und schauen, dass wir die letzte Leiche finden. Oh, was war das? Habe ich es gekillt? Mit meinen wilden Schlägen ins Nichts. So, wo haben wir diese Leiche verpasst? Wirklich? Wow. Mitten am Wegrand. Wir schauen dann noch schnell runter. Das war ein bisschen wenig Action. Schauen wir nochmal, ob ich ein bisschen Action finde und den Bogen testen kann. Okay. Was? Was ist denn das für ein Bogen?
mein Glück. Oh, ich wollte doch nicht zielen. Oh, ey. Was habe ich da Geld rausgehaut? Kann ich nicht. Mist. Mist! Da habe ich wieder einen Schwachsinn investiert. Okay, wir suchen einen anderen Gegner. Ich muss ihn weiter testen, den Bogen. Lass noch was essen. Oh, Suppe. Oh. Suppe klingt gut. So. Okay. Ich glaube, der Bogen hat sich nicht ausgezahlt. Aufzuschlagen. Jetzt schlagen. Ja, der Bogen hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Nimmst den Heilungstrank. Ja, der Bogen hat sich nicht ausgezahlt. Was ist das für ein Bogen? Der hat ja nicht mal einen Zug. Oh, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich möchte den Bogen wieder verkaufen. Oh. Das tut weh. Das tut weh. Oh. Oh, Mist. Das hat sich nicht ausgezahlt. Das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Der wird gleich wieder verkauft, der Bogen. Der wird wieder verkauft. Ich kann das schnell speichern. Oh boy. Oh boy. Oh. Warum zeigt es mir das als Mission an? Wunsch dir rauf. Ich soll wieder abgegeben und dann ist das Folge sowieso vorbei. Kann ich ihrer gleich die Klerikerwaffen geben? Oder muss ich erst zu ihr zurück dran gehen? Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Oh. Ich muss noch mal extra zu ihr zurückkehren. Ach, kannst du sie nicht Dürer geben? Muss ich wirklich alleine rennen? Den ganzen Weg? Ist er überhaupt in der Stadt? Ganz unten. Natürlich. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Nein. Das kann ich nicht machen. Ich soll sie dem Werker Jora bringen. Und ich soll normalerweise nichts für Dinge zahlen, die meiner Gemeinschaft schon gehören. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Nein.
Ich bin nicht bestechlich. Mein Appell an deine Vernunft hat wohl nicht gefruchtet. Du hast dich scheinbar schon viel zu lange unter diesen Barbaren aufgehalten. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich habe nichts anderes gemacht bis jetzt, außer bei den Barbaren gewesen. Hui. Und ich darf mich wieder rauf teleportieren. Letztens habe ich den anderen weggenutzt. Genutzt genommen. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Muss ich raufgehen zu ihr wieder? Nein? Gut, dann gehen wir durch den Tunnel rennen. Und unten war ich noch nie. Ich mag neugieriges Pack nicht. Dann gehe ich halt wieder. Ja, lauf nur. Okay. Und wir sind fertig hier, bevor wir uns schlägern da unten. Episode vorbei.